Goldbuster! Es ist ein stürmischer Tag auf dem Bauernhof. Guck mal, ich glaube, Terry hat etwas, das er Buster zeigen will. Hey, da ist Monty, der Heißluftballon. Er ist ein alter Freund von Terry. Sag Hallo, Buster. Es muss so viel Spaß machen, durch die Luft fliegen zu können wie ein Ballon. Aber, oh je, der Wind wird stärker. Ich hoffe, Monty fliegt nicht weg. Oh nein, das Seil ist gerissen. Und jetzt bläst der Wind Monty davon. Schnell, Buster, du musst ihm hinterherjagen. Wer weiß, wo er sonst hingeblasen wird. Monty ist so hoch oben. Wie wirst du ihn runterholen? Schau, ein Seil. Ich frag mich, was Buster im Sinn hat. Beeilt euch, Leute. Ihr müsst Monty überholen. Was wird Buster wohl tun? Oh, natürlich, ein Lasso. Fang ihn ein, Cowboy. Ah, so knapp. Aber Monty fliegt weiter davon. Es muss doch einen Weg geben, Monty zu retten. Was hat Buster jetzt gesehen? Es ist Iggy, der Eiswagen. Mit ganz vielen Ballons. Ich glaube, ich weiß, was Buster plant. Schau, Buster hat all die Ballons an sich festgebunden und jetzt fliegt er in den Himmel hoch. Los, Buster, du schaffst das. Halt Monty fest. Fast. 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 Du hast ihn. Gut gemacht, Buster. Du hast den Tag gerettet. Monty sieht sehr dankbar aus. Ah, Monty ist wieder fest angebunden. Er wird nicht davonfliegen wie der Ballon dort. Gute Arbeit, Buster. Was er wohl gesehen hat. Ein Softplay-Bereich? Oh, wow. Sieh mal, da bauen Scout und Digger eine Brücke. Da passt Scout perfekt runter. Und was ist da drüben? Ich glaube, das ist ein Bällebad. Ja, das ist es. Na los, Buster. Worauf wartest du? Juhu! Toller Sprung, Buster. Oh, sieh mal, da ist Billy der Bulldozer. Er springt auf dem Trampolin. Sieht aus, als hätte er sehr großen Spaß. Wow, Digger, das machst du super am Klettergerüst. Weiter so. Ich frag mich, warum Billy all die Formen herumschiebt. Oh, damit Digger darauf landen kann. Tolle Landung, Digger. Oh, Scout, sei vorsichtig. Das sieht schwierig zu balancieren aus. Oh, wow, Scout, du bist ein Pro. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wer wird gewinnen? Das ist so knapp. Scout wird Erste. Gut gemacht, Scout. Vielleicht gewinnst du nächstes Mal, Buster. Das sah nach viel Spaß aus. Ich glaube, Digger möchte Verstecken spielen. Gute Idee. Okay, Buster. Fang an zu zählen, während die anderen sich verstecken. Oh, gute Idee, Scout und Billy. Das ist ein super Versteck. Digger geht sich im Bällebad verstecken. Und Billy oben auf der Rutsche. Alles muss versteckt sein. Kannst du deine Freunde finden, Buster? Wo können sie nur sein? Da nicht. Keine Sorge, Buster, du wirst sie finden. Du musst nur weitersuchen. Da ist Billy. Gut gefunden, Buster. Nur zwei übrig. Das sieht komisch aus. Oh, da ist Scout. Gut gemacht. Nur noch einen. Lass uns im Bällebad nachsehen. Oh, Digger. Super Versteck. Was für ein großartiges Spiel. Juhu! Der Bus ist voll mit Schlamm. Matschig, nass und Schlamm. Alle Pützen weg, doch nun sind sie weg. Doch Buster, der Bus, der sagt, das muss mit Schlamm bespritzt, doch voller Glück, der Stadtbus es gar nicht fassen kann. Buster, der Bus voller Schlamm. Buster, kannst du dich denn sehen in der Scheibe dort? Jetzt weißt du, du bist voller Schlamm und der muss schnellstens fort. Es ist an der Zeit, bist du bereit, die Waschanlage dich vom Dreck befreit, zu waschen. Komm schon, Buster, hab nur Mut und atme ganz tief ein.
mal schrubben fein, wird schon gelb wieder sein. Schrubb, 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 auch die Scheiben sauber fein. Komm schon, Basta, hab nur Mut, dieser Schlamm, der ist nicht gut. Basta, nein, der will nicht rein und der Schwappbus hup, hup, hup. Basta springt hoch mit Gebrumm, hast du's eilig, Stadtbus, warum? Wir wollen dein gelbes Strahlen sehen, alle Leute auf den Straßen finden das schön. Basta ist ein glänzend sauberer Bus, ein glänzend gelber glücklicher Bus. Gut gemacht, Basta. Bastas Räder drehen sich schnell. Jessie Jeep, die hat es schwer. Basta ist in Eile sehr. Jessie schafft den Berg alleine nicht. Basta Bus, wir brauchen dich. Komm schon, Basta, und dreh um deine Räder rundherum. Hilf Jessie Jeep den Berg hinauf. Basta Bus, du hast es drauf. Gib doch Jessie einen Stoß und lass sie nur nicht los. Jessie kann nicht halten an. Jessie sich nicht halten kann. Mit dem Hänger hinten dran. Er ist zu schwer. Jessie bremst doch mehr. Basta Bus, sie braucht dich sehr. Beeile dich, mach doch schnell. Sonst gibt es einen großen Knall. Willst du helfen ihr, bevor es kracht? Wuhu! Alleine ist.
Wer ist der Bus in Gelb so fein? Basta ist doch ohne Schein. Ne neue Farbe, die tut gut. Neue Farbe macht dir Mut. Ein neuer Anstrich, der muss her. Nur welche Farbe bitte sehr? In Rot, Grün, Gelb, Blau, Pink oder Lila strahlen. Was ist Fall? Wer ist der Bus in Rot so fein? Aber
schon bald, wow, wollte schneller gehen. Er rannte und rutschte auf dem Eis herum mit seiner besten Freundin Scout. Rum, rum. Scout und Buster Bussi fingen an zu toben, sausten und sprangen hoch über dem Boden. Als Buster auf dem Teich zur Landung kam, fing das Eis leider doch zu brechen an. Hallo, Herr Schneemann, hör mal, Sie rufen laut. Wir sind in Gefahr, bitte, bitte, hilf uns raus. Bärchen hält, so ging der Tag gut aus. Und Scout und Buster Bus gingen sicher nach Haus. Scout und Buster Bus gingen zum Spielen raus. In einem Wintertag rutschten sie schnell voraus. Scout schaute sich nach nem gefrorenen Teich um und drehte dann den Motor rum, rum, rum. Buster, der Bus, dachte, er wird es auch probieren. Dann hoch rutschte Buster aus auf allen Vieren. Keine Sorge, Buster, zeig uns deinen Mut. Komm, skate mit mir, der Spaß tut wirklich gut. Buster, der Bus, der konnte es nicht skaten. Schon bald, wow, wollte schneller gehen. Er rannte und rutschte auf dem Eis herum mit seiner besten Freundin Scout. Rum, rum. Scout und Buster Bussi fingen an zu toben, sausten und sprangen hoch über dem Boden. Als Buster auf dem Teich zur Landung kam, fing das Eis leider doch zu brechen an. Hier kommt Buster der Bus. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal, da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinaufzukommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster, ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein, Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein, jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster, du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein, da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal, da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie, ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster, gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen.
Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen. Und Berge hinaufzufahren wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Hallo, Buster. Du bist ja ganz mit Schlamm vollgespritzt. Du hattest wohl viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Ich glaube, Buster muss gewaschen werden. Ob er wohl auch so denkt? Hier kommt der Stadtbus. Oh nein, er ist nicht gerade erfreut, als er sieht, wie schmutzig Buster ist. Ich glaube, Buster hat endlich begriffen, wie ungepflegt er aussieht. Das stimmt, Buster. Du bist vollkommen mit Schlamm bedeckt. Ist das ein Schild für eine Waschanlage? Gute Idee, Buster. Roll hinein und mach dich gründlich sauber. Armer Buster. Er hat zu viel Angst, hineinzugehen. Es sieht doch ein bisschen zum Fürchten aus, stimmt's? Komm schon, Buster, du schaffst das. Du musst gründlich sauber gemacht werden. Er geht rein. Buster ist wirklich sehr mutig. 1, 2, 3. Oh nein, du hattest es schon beinahe geschafft, Buster. Oh, oh, er klingt sehr ungeduldig. Buster, tief durchatmen, du schaffst das. Aber diese Geräusche machen mir Angst. Komm schon, Buster, du kannst das. Gleich ist es geschafft. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, du bist drin, Buster. Das kitzelt, aber so schlimm ist das doch nicht. Da kommt er wieder raus. Das war doch gar nicht schlimm, oder, Buster? Jetzt bist du blitzeblank. Gut siehst du aus. Wow, gut gemacht, Buster. Nun bist du wieder schön sauber. Die Waschanlage ist doch gar nicht so schlimm. Mach's gut, Buster. Hallo, Buster. Was hast du denn da? Ein Ei. Das sieht aber lecker aus. Oh nein, was ist denn los, Buster? Du hast einen Wackelzahn. Das ist aber gar nicht gut. Vielleicht solltest du nicht so viele Süßigkeiten essen, Buster. Oh, das sieht aber schlimm aus. Armer Buster. Ah, gute Idee, Robin. Buster sollte zum Zahnarzt gehen und den Wackelzahn behandeln lassen. Na los, Buster. Da musst du keine Angst haben. Der Lutscher sieht lecker aus. Aber ich glaube nicht, dass der deinem Wackelzahn guttun wird. Aua, sieht aus, als hätte es wirklich wehgetan. Wie wäre es mit einem Apfel, Buster? Etwas mit weniger Zucker. Ich glaube, Buster hat jetzt Angst, überhaupt zu essen. Oh je, der Zahn tut noch immer weh. Armer Buster, so kann es nicht weitergehen. Genau, Robin. Geh und hol Hilfe. Sieh mal, wer da kommt. Das ist Amber, der Krankenwagen. Sie wird wissen, was zu tun ist. Du musst keine Angst haben, Buster. Amber ist hier, um dir zu helfen. Du musst nur mutig sein. Mach weit auf. Na los, Buster. Mach weit auf, damit Amber deinen Zahn sehen kann. Jetzt lass uns mal sehen. Ja, das sieht schmerzhaft aus, Buster. Sieht so aus, als würdest du deinen ersten Milchzahn verlieren. Und dann kommen deine bleibenden Zähne. Amber weiß, was dir helfen wird. Eine Zahnbürste. Drück die Zahnpaste aus der Tube und putz hin und her. Genau so, Buster. Alles schön sauber. Es ist sehr wichtig, dich um deine Zähne zu kümmern. Und schnell noch spülen. Gut gemacht, Buster. Ein Eisbeutel wird die Schmerzen lindern. Das ist besser. Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Danke, Amber. Hoffentlich wird Busters Zahn morgen früh besser sein. Oh wow, Buster, sieh mal. Dein Wackelzahn ist ausgefallen. Das ist besser, nicht wahr? Und ein neuer Zahn wird bald nachwachsen. Gut gemacht, Buster. Du warst sehr mutig. Sieh mal, da ist Buster der Bus. Er verbringt den Tag am Strand. Sieht es nicht toll aus? Oh nein, Buster, deine Reifen stecken im Sand fest. Das war aber nicht geplant. Sieh dir Digger an. Er bleibt nicht stecken, da er auf Ketten läuft. Und wer ist das? Sandy die Möwe. Ich frag mich, ob Sandy helfen kann. Ich glaube, sie möchte, dass du ihr folgst, Buster. Genau, Buster. Wenn du jeweils nur einen Reifen bewegst, bleibst du nicht noch einmal stecken. Digger buddelt ein Loch. Oh, pass auf, Buster. Was ist das? Ein Eimer und Schaufel?
Ich glaube, Sandy möchte, dass du ihr hilfst, eine Sandburg zu bauen. Nur ein bisschen mehr Sand. Umdrehen und schwuppdiwupp, eine Sandburg. Super, Buster, sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, wow. Diggers Sandburg ist fantastisch. Sie ist viel größer als deine. Eher, warte, Buster, pass auf, da ist ein Loch. Wenigstens ist Digger da und kann dir wieder raushelfen. Ich glaube, Digger ist wirklich stolz auf seine tolle Sandburg. Oh nein, Sandy, nicht da landen. Du wirst die Sandburg kaputt machen. Ich denke, Sandy weiß gar nicht, was sie macht. Oh nein, es ist nur noch ein großer Haufen Sand. Und was ist das für ein Geräusch? Eine Welle! Passt auf! Armer Digger. Aber warte, nicht alle Sandburgen wurden zerstört. Busters kleine Burg steht noch und ist jetzt dank Sandy die größte und beste. Tschüss, ihr alle. Hoffe, ihr hattet einen Tag. Schläft schon wieder. Wo bist du, Buster? Sieh mal all die riesigen bunten Bälle und Spielzeuge. Sieht aus wie ein toller Ort für ein Abenteuer. Lasst uns sehen, was Buster finden kann. Wow, sieh dir den Teddy an. Schau, wie groß der ist. Er sieht so weich und kuschelig aus. Genau, Buster, kuschele ihn. Er sieht so kuschelig aus. Oh nein, Buster, was ist das für ein Geräusch? Eine riesige Kralle. Ich glaube, Buster ist in einem riesigen Greifautomaten. Buster, pass auf, sie kommt auf dich zu. Los, Buster. Oh nein. Puh, Buster, es war nur ein schlechter Traum. Sieh, da ist Scout. Es scheint, als wäre Buster noch etwas erschrocken. Aber du musst keine Angst haben, Buster. Schau, Buster, Scout möchte dir etwas zeigen. Was das wohl ist? Oh nein, ein Greifautomat. Buster sieht verängstigt aus. Scout hat keine Angst davor. Vielleicht macht es ja Spaß. Keine Sorge, Buster. Scout ist bei dir. Schau, Buster, es ist der Teddy. Versuch doch, ihn zu gewinnen. Na los, Buster, sei mutig. Du schaffst das. Okay, Buster, lasst uns den Teddy holen. Immer sachte. So sieht das gut aus. Okay, alles oder nichts. Hast du es bekommen? Was ist das? Das ist nicht der Teddy. Oh, es ist ein kleiner gelber Bus. Das Spielzeug sieht so aus wie du, Buster. Da lachen Scout und Buster. Buster hat seine Angst vor dem Greifautomaten überwunden. Buster rast durch die Pfützen. Platsch, platsch, platsch. Er braucht eine Wäsche, überall klebt Matsch. Terry Traktor hat einen Plan, wie man trocken bleiben kann an diesem nassen Tag. Buster wird schneller, das kann nicht sein. Terry fährt auf ihn zu, macht langsam nach. Bremse, quietschen, laut, oh weh. Zum Glück sind beide okay. Buster rast durch die Pfützen, platsch, platsch, platsch. Langsam, was da sonst passiert, nur was. Bremsen, quietschen, ein Schlaf und dann. Buster steckt fest im Schlamm. Buster, der hat nun ein Problem. Es wird dunkel, er muss in dem Schlammloch stehen. Doch da kommt Hilfe, schaut doch mal, Terry Traktor ist hier, hurra! Terry prüft durch die Pfütze, 1, 2, 3. Er gibt Buster einen Schuss, dann kommt der frei. Hau ruck und dann geht's los im Nu. Buster springt aus der Pfütze, juhu! Buster fährt nun wieder los, um die Pfützen riesengroß. Und wieder macht es platsch, platsch, platsch. Buster braucht eine Wäsche für den.